Was hast du getan? Dich gerettet, Mäuschen. Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Okay. Der große Tarof. Was für eine Show. Und ich in der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Das ist eine gute Idee. Oh, warte mal, was ist das hier denn eigentlich? Die Echse im Rathaus scheint gerne zu tief ins Glas zu schauen. Können wir die vielleicht irgendwie ein bisschen... Geschlossen? Warum ist die geschlossen? Wo Anja wohl ist? Gute Frage. Warte mal. Aber wir haben hier noch eine Echse. Geht das hier auch so gut? Besser nicht. Warum nicht? Funktioniert meine Zauber eigentlich? Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems fest. Ich werde versuchen, um Mauswald zu... Benutze die Band, denk dran. Wow, okay, jetzt ist es der andere. Kann ich irgendwas machen? Nein. Da passe ich. Wir werden all dies reinvestieren. Das braucht keine besondere Würze. Mein Becher ist sicher. Nein, da. Warte mal, er hat doch vorhin gesagt, ich bin einfach. Das war so. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ja. Dem Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Okay, gut. Er hat vorhin gesagt, ich bin ein Mensch, der nix hat. Der hat wohl mal nicht funktioniert. Da flüstert wohl nichts. Flüstert nix. Da flüstert auch nix. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Nichts. Da wächst auch nix. Fuchslist. Und im Konsortium wird wieder der Respekt zukommen. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen. Zarov. Du bist umstellt. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn er in das Glas rein soll. Klar. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Skwammertags, das läuft ja wie am Schnürchen. Oh! Und jetzt? Wo ist Zarov? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Nicht, wenn du so besoffen bist. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm.
Du willst Zaroff sehen? Na klar. Wie die an... Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Na klar, her damit. Wirst du ihn bald sehen. Den. Will ich ihn verärgern? Eigentlich schon. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Natürlich. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Und jetzt? Du bist noch immer. Noch immer wach. Bald wirst du schlafen. Und den großen Zaroff. Ich glaube, ich habe einen Tee. Ein bisschen. Oh, es werden immer mehr Blubbels hier. Oh, wait. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Und so. Echt schlimm. Du willst Zaroff sehen? Mhm. Wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann, das soll mich... Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wird den grob. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich... mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Auf jeden Fall. Wir werden auf... Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann... Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Nein! Aber ich will ihn doch... Oh nein! Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Raus und wieder rein? Und wieder rein? Oh nein! Oh, ich hätte das nicht sagen sollen. Was können wir... Können wir ihn anmalen? Da muss... Können wir ihm ein Glas geben? Besser nicht. Können wir ihm Hoffnung geben? Nichts. Schade. Nichts. Oh, ja. Nicht. So. Juckpulver. Kommen die Hagebutten jetzt wirklich? Kommen die jetzt wirklich in Einsatz? Ich bin gespannt. Oh mein Gott, sie kommen wirklich. Mal sehen, ob das klappt. Sie haben doch eine Verwendung. Das juckt. Das juckt. Oh. Das hat Spaß gemacht. Hä? Wo ist er denn hin? Oh, jetzt komme ich an ihm vorbei? Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Kann ich ihn sehen so? Was war das? Kann der mich sehen? Oder oben. Der kann mich sehen. Verflucht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Sicher? Nein. Kann ich ihn jetzt fangen? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser. Du guter Junge. Ha 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 ha!
Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch... Ich nicht. Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Aber natürlich. Mich mehr labt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Guten Durst. Hoch die Tassen. Dankeschön. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch Eidechse 3. Warte, waren es nicht 4? Es waren noch... Ah ne, eine ist ja bei dem Magier, stimmt. So, hier haben wir keinen. Hier haben wir auch keinen. Können wir... Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Ja. Jetzt. Verschlossen. Ah, okay, darum kommen wir nicht rein. Aber wo ist denn dann Anja? Warte mal, komme ich denn da am besten nochmal hin? Kommen wir jetzt? Wo kommen wir raus? Ah, hier. Warte mal. Ui, sorry. Ja, da. Komme ich hier nicht? Oh, ich will doch einmal nur nach unten. Ah, warte mal. Aber hier sind sie auch nicht. Okay, hier sind sie nicht. Hier sind sie auch nicht. Das sieht irgendwie ganz schön traurig aus hier. Warte mal, ich will mal. Keine Antwort. Keine Antwort, okay. Vielleicht ist die gar nicht aus Stein. Kann ich sie wachsen lassen? Nichts. Da ist wohl nichts. Nein, das Bild ruckelt. Nichts. Schade. Mit der würde ich ja gerne nochmal sprechen. Ich glaube, hier wird kein... Ich habe was verloren und jemand anders sucht danach? Okay. Das wird ja noch interessant. So, erstmal zu den Zwergen. Oh, hier ist eine Plastikflasche, die vorher nicht da war. Verschlossen. Auch verschlossen? Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Ja, aber ich kam hier doch durch. Okay, dann komme ich halt nicht mehr durch. Okay, dann können wir aber noch hinten zum Maulwurf gehen. War es das dann schon? Oh, ich hoffe, sie sind da. Oh ja. Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Oh, ich noch muss einer. Ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Oh, der Fuchs ist da. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Das war ja klar. Hier, Mäuschen, red mal mit mir. Oh, warte, bevor ich mit ihm rede... Okay. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Ich wollte eigentlich erst mit dem Fuchs reden. Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst 20. du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie?
Nichts? Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Oh, danke schön. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Kitsune? Aber du wirst nichts dagegen tun können. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Oh nein, nein, nein. Kitsune. Nein! Jerry, ich komme nicht raus. Warum denn? Nicht. Mach, dass er weggeht. Oh, er muss weg. Okay. Ja, ja. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Oh. Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Oh, ja! Tanzst du jetzt? Oh, er tanzt jetzt. Okay. Trampel, 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 trampel. Oh, da sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Die Weißen bringen Glück. Doch die schwarzen Kugeln leider nicht. Das größte Glück ist, Zarow zu sehen. Noch eine Kugel. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich nehme auch anderes. Was auch immer Sie wollen. Ich will alles. Deinen Sender, deine Taufliege. Natürlich. Und jetzt eine Kugel. Du tauschst alles gegen eine Kugel? Interessant. Welch ein Glück. Du darfst Zarow sehen. Zarow. Endlich. Und schläft. Ich. Ich bin so müde. Hallo Fliegchen. Können wir die mitnehmen? Ja, können wir. Das nehme ich mit. Oh, entschuldige, Sumse. Na, wirst du? Was war das denn? Na, wirst du? Na, wirst du? Na, wirst du? Na, wirst du? Sind die... Ich dachte gerade, ich hab's kaputt gemacht. Also Kitsune will noch nicht raus? Okay. Aber ich will doch nicht, dass er die Fliege isst. Kredit? Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über. Ja, das kenne ich ja schon. Schade, ich dachte, da kommt noch was anderes. Beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Es ist deine Schuld. Und, aber du wirst nichts dagegen tun können. Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben.